Zehntausende Menschen haben in München gegen Rechtsextremismus demonstriert. Der Zulauf war so groß, dass die Kundgebung aus Sicherheitsgründen beendet wurde. Dies entschieden Polizei, Feuerwehr und Veranstalter. Die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf bis zu 250.000. Die Polizei ging nach vorläufigem Stand von etwa 100.000 Menschen aus. Anlass für die Proteste sind Enthüllungen des Netzwerks Korrektiv über ein rechtsextremes Geheimtreffen in Potsdam. Bei diesem soll über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gesprochen worden sein. An dem Treffen nahmen unter anderem Mitglieder der AfD teil. Die Demonstranten in München wollen ein deutliches Zeichen setzen gegen rechts. Manche sind sich vielleicht noch nicht sicher, ob sie doch die AfD wählen oder nicht. Aber nach diesen Demonstrationen können sie das einfach nicht mehr machen. Einfach auch ein Zeichen, dass wir einfach mehr sind, dass es genug Leute gibt, die nicht an die AfD oder an das, was die machen, glauben, sondern dass wir einfach ja, mehr sind. Dieser unterschwellige Rassismus, der hier in Deutschland herrscht, der gehört weg. Und dafür kann jeder etwas tun. Wie schon in den vergangenen Tagen gab es auch in anderen Städten Großkundgebungen, darunter in Berlin, Köln, Stuttgart und Dresden.